Ihr seid der Meinung, es gibt keine anderen Smartphone-Hersteller außer Samsung und Apple? Falsch, denn wir müssen über Honor sprechen. Mit dem Honor Magic 5 Pro katapultiert man sich in Sphären von iPhone und Galaxy-Modellen. Also checken wir doch mal ab, wie gut dieses Modell ist. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über das Honor Magic 5 Pro. Und ja, es ist ein Pro-Modell, kein Ultra-Modell. Und Honor verbuchen viele von euch immer noch als Tochterunternehmen von Huawei. Nein, das sind sie nicht. Sie sind eigenständig und sie dürfen ihre Geräte hier verkaufen, denn sie dürfen Google-Services nutzen. Grund genug, dass wir uns das Magic 5 Pro einmal genauer anschauen, denn ich wette, für einige von euch dürfte das eine echt gute Alternative sein. Das 6,8 Zoll große OLED-Display ist zu allen vier Seiten hin abgerundet. Dürfte nicht allen von euch gefallen, dafür möchte man aber weiter mit der Qualität punkten. Dazu gehört unter anderem eine Bildwiederholrate von 120 Hz und hier handelt es sich um ein LTPO-Display, das heißt, das kann so weit runter skalieren bis auf 1 Hz, um möglichst viel Akku zu sparen. Dazu gibt es dann 1800 Nits im Peak und einen dedizierten Display-Chip, der kann die Bildqualität von Inhalten in Echtzeit verbessern und so zum Beispiel dauerhaft HDR10-Effekte erzeugen. Klingt jetzt im ersten Moment irgendwie ziemlich komisch, führt aber definitiv zu einer noch schöneren Bildqualität. Und das finde ich ist ein guter Schritt, den Honor hier geht und für mich der erste Schritt, mit dem man sich von der Konkurrenz abheben möchte. Ach ja, und auf der Front fällt euch vielleicht oben diese Pille auf. Ja, es ist keine Dynamic Island, die man an die Seite geschoben hat, sondern es ist die Frontkamera, bei der wir 12 Megapixel bekommen und einen Time-of-Flight-Sensor. Und damit ist es einer der wenigen Smartphones im Android-Bereich, das eine 3D-Gesichtserkennung hat. Ja, alles andere läuft 2D, sehr wahrscheinlich bei dem Smartphone, das du auch gerade nutzt. Und diese 3D-Gesichtserkennung ist wesentlich sicherer und die wird beispielsweise auch in den iPhones genutzt. Womit man sich nicht abhebt, ist der Prozessor und das ist nicht negativ behaftet, sondern natürlich setzt auch Honor hier auf den Snapdragon 8 Gen 2. Dazu gibt es dann 12 GB RAM und einen internen Speicher von 512 GB. Dual SIM ist ebenfalls mit dabei und eSIM, heißt ihr könnt hier auch über die digitale Version eurer SIM-Karte gehen. Gefällt mir ganz gut, dass man den Schritt hier anbietet. Ausgerollt wird das Ganze dann natürlich mit Android 13, wie könnte es anders sein? Und normalerweise spreche ich eher selten über das Thema Telefonie, obwohl wir von einem Smartphone reden, aber dafür haben sie den Privacy Call. Klingt im ersten Moment etwas komisch, aber dieses Feature ermöglicht es, wenn ihr am Telefonieren seid, hören andere Menschen das ja trotzdem in eurem direkten Umfeld. Das passiert mit dem Honor Magic 5 Pro nicht mehr. Das ist ein echt cooles Feature, was ich mir von ehrlich gesagt noch mehr Smartphone-Herstellern wünsche. Seht ihr das übrigens genauso? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Übrigens, hast du doch keine Lust auf das Honor Magic 5 Pro, dann sichert dir das Samsung Galaxy S23 Ultra, denn das verlose ich hier in diesem 30-sekündigen Video. Also nutzt deine Chance. Bevor wir über die Kamera sprechen, die für eine gute Fotoqualität sorgen sollen, würde ich noch ganz kurz mit euch über das Design sprechen. Denn auf der Rückseite kommt mattes Glas zum Einsatz. In zwei unterschiedlichen Farbvarianten gibt es das Ganze hier. Und was ich persönlich ganz schön finde, ist die Tatsache, dass der Kamerabump dieselbe Farbe hat. Viele Hersteller wechseln das Ganze. Hier haben beispielsweise einen schwarzen Kamerabump und dann eine Rückseite, die silber ist. Hier ist das Ganze aber in einer Farbe gehalten. Und für mich persönlich ist es nicht nur schlichter, sondern es sieht auch insgesamt hochwertiger aus. Der Kamerabump kommt uns so natürlich bekannt vor, weil den schon viele andere Hersteller auch so gewählt haben. Trotzdem ist es ein Designunterschied im Vergleich zum Honor Magic 4 Pro, dem Vorgänger sozusagen. Verbaut hat man hier insgesamt drei 50-Megapixel-Kameras und was man nicht hat, ist einen exklusiven Partner für Fotografie. Also kein Leica, kein Hasselblatt oder irgendetwas in der Richtung. Trotzdem möchte Honor mit der eigenen Fotoqualität überzeugen und das gelingt ihnen softwareseitig auf jeden Fall, denn sie holen sehr viel aus den Bildern raus. Schön ist auch der 3,5-fache optische Zoom bis hin zu einem 100-fachen Digital-Zoom und auch hier sind echt gute Aufnahmen zu sehen. Außerdem fokussiert man sich noch auf die Dinge wie Bewegung. Denn die KI ermöglicht es, dass die perfekten Bilder in einer Bewegung geschossen werden. Oft kennt ihr das, ihr macht Bewegungen und möchtet ein Foto machen und irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Honor geht hier einen guten Weg und möchte das Ganze positiv nochmal gestalten. Auch die Aufnahmen bei Nacht sollen überzeugen und natürlich möchte man beim Videomodus auch nochmal Hand anlegen. Ihr merkt, Honor stellt das Thema Fotografie in den Mittelpunkt. Aber nicht nur das stellen sie in den Mittelpunkt. Denn auch beim Akku gibt es etwas, nun ja, auf der einen Seite Schönes, aber wir erleben es so nicht direkt. Denn in der deutschen Version bekommen wir einen 5100 mAh starken Akku, den ihr mit 66 Watt Kabel gebunden und 50 Watt Kabel losladen könnt.
Das Charging selbst ist solide Mittelklasse für chinesische Smartphone-Hersteller. Der 5100 mAh starke Akku ist aber im Verhältnis echt groß. Da finde ich, können nicht alle immer direkt mithalten. Das Samsung Galaxy S23 Ultra beispielsweise hat schon einen 5000 mAh starken Akku und Honor geht hier nochmal 100 mAh drüber. Das dürfte auf jeden Fall für eine sehr gute Akkulaufzeit sorgen und das freut mich hier an der Stelle. Denn Honor ist auch bekannt dafür, dass alle Aktivitäten im Hintergrund massiv gecuttet werden und dadurch wird eine noch bessere Akkulaufzeit generiert. Aber ihr werdet vielleicht denken, Moment, ja, es gibt diesen Unterschied, denn der Vorgänger konnte mit 100 Watt kabelgebunden laden. Und das ist ehrlich gesagt sehr schade, dass man diesen Schritt zurück macht, aber Honor garantiert euch dafür eine längere Akkulaufzeit und vielleicht ist doch etwas dran an der Tatsache, dass man sagt, schnelleres Laden verschleißt den Akku. Aber es gibt ja noch eine Besonderheit, denn in China gibt es einen Silikon-Carbon-Akku und der hat 5450 mAh und dadurch ist es dann nochmal effektiver. Das heißt, wir werden hier nochmal eine bessere Akkulaufzeit bekommen. Dieses Akkuverfahren wird vielleicht bei noch mehr Herstellern jetzt zum Tragen kommen und ich finde es schön, dass sich Honor hier an etwas heranwagt. Auch wenn wir das bei uns nicht direkt so erleben, ist es mir trotzdem auf eine gewisse Art und Weise dann doch mal egal, denn es gibt neue Schritte. Es gibt neue Schritte zum Thema Akku und vielleicht ist das eine der Schlüsseltechnologien für die Zukunft, dass man es schafft, hier einfach noch bessere Werte zu generieren. Ihr merkt, das Honor Magic 5 Pro schickt sich an, kein normales Top-Smartphone von der Stange zu sein. Das Design gefällt mir, der Prozessor gefällt mir, die Kameras gefallen mir, das Display vielleicht ein bisschen zu rund, andere Hersteller lösen das ein bisschen anders und ein Akku, der echt groß ist. Ihr merkt, dieses Gesamtpaket stimmt. Preislich liegt ihr hier bei 1.200 € und ja, das ist extrem viel Geld, denn ihr bekommt natürlich für das Geld fast schon ein Top-iPhone oder ein S23 Ultra, aber man kann einen neuen Weg gehen und mit Honor könnt ihr diesen Weg gemeinsam beschreiten und sie haben in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie Top-Smartphones abliefern können und es ist vielleicht einfach mal ein anderer Weg. Kommt für euch das Honor Magic 5 Pro in Frage oder eher nicht? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Wie immer freue ich mich auf den fairen Austausch mit euch. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.